So, weißt du noch, was ich gestern gesagt habe? Nee, ich habe alles vergessen bei der Hitze. Ich sagte gestern kurze Strecke. Genau. Ist geworden, oder? Genau, ja, ja. Ganz kurz, kurze, bis abends, ja. 19 Uhr oder so. Genau, kurze Strecke heißt bei uns lange Strecke heißt bei uns kurze Strecke. Heute? 150? Bis 150, wieder in die Berge. Ich habe mal rausgesucht, Villa Santina auf den Berg Lauco. Ja, mal schauen. 150, 2 Stunden 30. Hoffen wir aber das Beste, wa? Ja, let's go, ich bin fertig. Nicht so wie gestern, genau. Nachdem wir gestern den vermutlich längsten Tag von allen hatten, haben wir uns heute vorgenommen, 150 Kilometer nur zu fahren. Also wirklich eigentlich nur eine ganz kurze Strecke. Und ja, geht so ein bisschen durch die Berge durch. Kleiner Umweg hat man hier gerade im Video gesehen. Ich weiß nicht mehr, was da los war. Jedenfalls sind wir offensichtlich irgendwo falsch gefahren. Viel zwischen den Bergen und irgendwann dann halt wieder zurück in Slowenien, auch durch die Berge, und ja, war eigentlich ganz geil, also auch so von den Strecken her, viele kleine Straßen, und ich habe viele Freunde, die meckern über Kalimoto, dass es halt diese wirklich kleinen Straßen teilweise raussucht. Ich finde das ganz große Klasse. Allerdings haben wir hier an diesem Tag heute eine besondere Gegebenheit komplett unterschätzt, und wir werden im Video sehen, welche das ist. Ne? Insofern bleibt auf jeden Fall dran und schaut euch das an. Am Ende des Tages sind wir natürlich heil angekommen. Die Frage ist nur, wann war am Ende des Tages und was ist da los? Insofern viel Spaß bei dem Video. Und lasst mich einfach jetzt gleich nochmal die Chance nutzen, zu sagen, dass ihr subscriben könnt. Dass ihr gerne ein Like da lassen könnt, das hilft mir als kleinen Kanal durchaus sehr viel. Und natürlich haben wir auch, oder habe ich auch einen Instagram-Account, wird gerade eingeblendet. Und ja, man könnte theoretisch auch meinen Gaming-Content sich angucken auf Twitch, auch der wird gerade eingeblendet. Und ja, jetzt geht's einfach los und wir gucken mal, was heute so passiert. Ich habe übrigens heute nur die 360-Grad-Kamera an und die Kamera von Maurice. Ich bin heute irgendwie nicht dazu gekommen, die Helmkamera zu benutzen. Ja, war jetzt einfach so. Hat sich nicht ergeben am heutigen Tag. Der Tag ging eigentlich ziemlich gechillt los, muss man einfach so sagen. Wir waren in Cormans, wir haben dort gefrühstückt in dem Ristorante, was gleichzeitig ein Hotel war. War schon ziemlich cool. Den angekündigten Swimmingpool hat niemand von uns genutzt, weil der Swimmingpool einfach irgendwie schon um 18 Uhr zugemacht wurde, und dementsprechend hatte niemand was davon, weil ja, wir erst um 20 Uhr da waren. Das Bett war super. Ich habe ja schon gesagt, dass das Zimmer war zwar uralt eingerichtet, ihr habt ja das Video gestern gesehen, und wenn nicht, dann schaut es jetzt. Das Zimmer war uralt eingerichtet, aber das Bett war trotzdem super. Die Klimaanlage, habe ich auch schon gesagt, hat ganz leise vor sich hingearbeitet, aber gut vor sich hingearbeitet. Will sagen, es war wirklich relativ kühl. Ich mochte das, und dementsprechend bin ich morgens ein bisschen gut gelaunt aufgewacht. Ne? Wir hatten unser Frühstück, das war okay in meiner Erinnerung. Ja, ist jetzt eine Weile her. Ich meine, das war im August und wir haben jetzt schlechterweise Februar. Ja, na gut. Cormans hat mir eigentlich gefallen. Also ich hatte nichts zu meckern an diesem Hotel. Und wenn der Deutsche sagt, es gibt nichts zu meckern, dann heißt das was. Das ist das Kompliment, wenn ich das an der Stelle mal so sagen kann. Dementsprechend, wir waren gut unterwegs, was das Frühstück anging. Und jetzt sind wir unterwegs Richtung unserem Ziel. Maurice hat das vorhin gesagt. Ich habe es mir jetzt nicht gemerkt. Obwohl eigentlich doch. Ich glaube, das war Villa Santina oder sowas. Jedenfalls sind wir unterwegs. Und ja, wir haben gerade die Idee. Heute machen wir mal nicht so lang. Ich meine, bis 20 Uhr sind wir gestern gefahren. Das war wirklich lang. Es war auch natürlich nicht so beabsichtigt, um mal kurz daran zu erinnern. Ja, wie geht's der Guzzi? Die Guzzi, in meiner Erinnerung, beziehungsweise, um es mal so zu sagen, ich habe keinerlei Veränderungen in irgendeiner Form festgestellt. Für mich hat die Maschine permanent, oder bis hierhin zumindest,
permanent ihre Leistung erbracht. Sie hat jetzt keine auffälligen Geräusche oder sowas mittlerweile. Man kann ja sagen, okay, wir fahren jetzt an diesem Punkt sind wir, glaube ich, schon über 1000 Kilometer gefahren. Vielleicht erwartet man, dass irgendwas passiert oder nicht. Es blieb aus, es ist nichts passiert und ich bin sehr dankbar dafür, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will nicht irgendwo stranden. Und mit irgendwo meine ich in Italien. Ja. Obwohl, dann wiederum ist natürlich Guzzi eine Firma, die in Italien in irgendeiner Form ansässig ist und vielleicht könnte ich sogar schnelle Hilfe erwarten, wer weiß das schon. Aber dann auf der anderen Seite ist halt Italiener, ich kenne es aus meiner Familie, es ist eher so, ja, machst es nicht heute, dann machst es halt morgen. Und wer weiß, wann die Maschine dann wieder in Ordnung ist. Ne? Du willst halt wirklich nirgendwo stranden und darauf angewiesen sein, dass irgendjemand Bock hat, dir zu helfen. Auch wenn du dafür Geld zahlst, natürlich. Die geplante Strecke für heute war insgesamt eher abwechslungsreich oder doch abwechslungsreich schon. Viele kleinere Straßen, wie immer. Also ich suche schon immer die kleineren Straßen raus, kleinere Landstraßen. Zum Teil Flachland. Das ist in Italien dann, wenn du nicht gerade im Alpenbereich oder im Dolomitenbereich bist, ist das schon eher häufig, dass es eher Flachland ist. Aber wir verlassen ja Italien wieder oder haben es relativ schnell verlassen und sind dann auch in Slowenien wieder unterwegs und das auch im Gebirge. Und insgesamt sehr abwechslungsreich, zumindest von dem, wie ich das erwarte, so wie ich es auf den Karten gesehen habe. Und für den Tag heute war es tatsächlich abwechslungsreich, also für mein Empfinden. Und wenn man sich das Video so anguckt, dann sieht man auch, dass es schon mal ein paar breitere Straßen, etwas schmalere Straßen sind. Es geht viel hin und her, es ist auf jeden Fall kurvig, das ist schon mal das Wichtigste. Und wir haben eigentlich alles dabei, von einfach weiter Ebene und Feldern bis hin zu halt Gebirgen oder Wald rechts und links. Im Laufe des Tages werden wir alles dabei gehabt haben. Auch Stadt. Ein bisschen Stadt muss immer sein. Sowieso, denn wir machen einen ungewollten Zwischenstopp. Wir werden im Laufe des Videos ein bisschen darüber sprechen. Nichtsdestotrotz, ihr könnt euch ja mal so ein bisschen den Himmel angucken, wie er heute aussieht. Heute werde ich nicht sagen, ist das geil mit der Sonne. Leider. Ja, ist halt so. Und darüber hinaus benutze ich in diesem speziellen Video hier heute einfach nur aus Lust, nicht weil es einen Grund hat, ein komplett anderes Color Grading Set. Sprich, es ist alles ein bisschen, es ist eine andere Stimmung, die heute rüberkommt über das Video. Und ich denke, unterm Strich passt das auch zum Wetter, ne? Oh, und dann haben wir noch überall Blitzer. Das sind diese komischen Kästen, die überall rumstehen. Meistens ist da nichts drin. Eher sogar noch ganz skurril, dass wirklich so ein Aufkleber drauf ist, von wegen, hier, guck, ich bin eine Kameralinse, wie auch immer. Oder die Dinger sind komplett hohl. Dann sieht man da schon an den Sichtfenstern, dass da Licht durchscheint. Also ich weiß nicht, was die Sache mit den Blitzern ist in Italien. Ich habe nicht einen einzigen gesehen, der echt war. Aber das kann schnell täuschen, ne? Okay, wir haben es jetzt etwa 12 Uhr, denke ich. Wir werden eine Pause machen oder wollen eine Pause machen und haben ein bisschen Ausschau gehalten nach einer Tankstelle oder irgendwas, wo man halt irgendwas kaufen kann. Ne? Und wir haben Mercator gefunden und da werden wir kurz einkehren. Und das ist ein merkwürdiger Laden gewesen, sag ich euch. Also wirklich winzig. Aber halt ein Lebensmittelladen, aber dann gab es ganz viele Lebensmittel gar nicht wirklich abgepackt, sondern ja, vieles war halt, glaube ich, von denen selbst irgendwie eingepackt. Fand ich echt merkwürdig. Das ist halt nicht meins, aber es ist halt ein anderes Land, ne? War spannend. Trotzdem eine Cola. Eine Cola gab es in der Originalflasche, damit war ich dann zufrieden. Oh, und ein Eis gab es auch in meiner Erinnerung. Magnum vielleicht? Wer weiß. Struggle to suffice, weighed down by all your pride. Have
Jo, die Pause wäre damit geschafft und wir sind nach dieser kleinen kurvenreichen Strecke von eben dann wieder in Italien gelandet. Also es war wirklich so ein kleiner Ausflug über die Gebirge von Slowenien. Und jetzt geht's wieder rein in die italienische Gegend. Straßentechnisch hat sich da nicht viel gegeben. Ne? Ihr seht es ja jetzt gerade oder habt es gesehen, dass es alles sehr eng war. Dennoch gab es jetzt ein paar schöne Orte unterwegs. Gerade jetzt auch in Italien ist ja dann wieder alles viel mit Kirchen und so gebaut. Der hier ist allerdings so ein bisschen hervorgestochen insgesamt, weil er ziemlich neu war und so gar nicht zu dem gepasst hat, was wir bisher gesehen haben. Deswegen habe ich das jetzt mal so aufgenommen. Ne? Das ist so komplett anders als alles, was wir an dem wir so vorbeigefahren sind. Ne? Die Häuser sind hier zum größten Teil, ja, hier Bauruinen von Italien auch nicht unüblich, aber zum größten Teil waren sie alle sehr neu und sehr eckig und auch nicht wirklich schön. Deswegen, der Ort ist mit ins Video gekommen. So, dann gab es viele, viele Serpentinen, immer schön hochgeschraubt. Und ich meine, guckt euch mal den Ausblick an. Wir sind, und hier, der Steigungswinkel, ne, der ist von der Kamera in dem Fall korrekt eingefangen. Es gab übrigens auch viele Anzeichen dafür, wie das Wetter heute wird. Wir haben sie einfach nur nicht gesehen, ja. Ich meine, guckt mal oben links. Ja, wir haben sie nicht sehen wollen, glaube ich. Auch hier wieder oben links. Man sieht schon, wie es da hinten aussieht. Und das ist nicht so, dass wir jetzt die Richtung irgendwie geändert haben. Ich meine, wir können auch nicht. Wir haben ja ein Ziel, ne? Wir haben ja ein Hotel gebucht und wir müssen ja zu diesem Hotel kommen irgendwie. Da lässt sich auch nicht so richtig viel beschönen. An der Situation, wir müssen ja da irgendwie hin. Übrigens, die Straßen sind nass, ne? Sieht man. Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir aber nichts vom Regen selbst gesehen, ne? Wir waren gerade ein Eis essen. Zugegebenerweise nur ein Magnum, ne? Aber trotzdem, war warm, war schön. Der Tag sowieso wäre schön. Ich möchte aber kurz den Hinweis geben, ne? Es ist 13 Uhr vielleicht. Und es ist dunkel. Auch das hätte uns eine Warnung sein müssen, so im Nachhinein. Zumindest mal die Wäsche zu wechseln in irgendeiner Form. Dann war es wieder heller und wir dachten so, hey, cool, ja, man kann endlich wieder fahren. Ey, mein, die Strecke hier zum Beispiel, ne, hat natürlich auch Spaß gemacht dadurch. Sie ist eng, keine Autos, weit und breit, wir sind komplett alleine. Und ja, irgendwie schön. Witzigerweise sehen die Videos sehr langsam aus, ne? Wenn ich sie nur mit 1:1 Geschwindigkeit widerspielen lasse. Ja, okay, jetzt, wenn ich an der Kamera rumspiele, gebe ich wirklich kein Gas, aber ansonsten wir fahren da schon so 60 durch. Ja, wieder noch ein paar Orte und alles in allem haben wir uns ja, komplett täuschen lassen, was die Wetterlage angeht. Das kann man einfach nur so sagen. Und hier sieht man es jetzt auch schon wieder, ne? Es ist wieder merklich dunkler, aber trotzdem schön. Ich meine, es ist trotzdem schön, durch die Gegend zu fahren. Und glaubt mir eins, es ist ja alles nass. Das sehe ich ja. Ich sag euch was, die Gegend, beziehungsweise die Luft, ne, die hat wirklich, wirklich cool gerochen an dem Tag. Das war schon sehr geil. Kann man auch nichts gegen sagen, ne? Und jetzt auch lässt uns auch der Himmel wieder denken, hey, eigentlich, vielleicht geht's ja. Er ist halt weiß, bewölkt, aber weiß, ne? Größtenteils zumindest. Aber es wird immer dunkler. Aber ihr seht es auch hier an der Kamera, ne? Die flimmert so ein bisschen, das Bild flimmert mittlerweile so ein bisschen. Und jetzt schaut mal auf den Boden. Wir haben es 13.05 Uhr in diesem Teil des Videos. Schaut mal auf den Boden. Das hätte uns schon auch eine Warnung sein müssen. Man sieht die Lampen, nicht wahr? Das ist eine Sache. Ich glaube, ich habe sonst während der ganzen Fahrt die Lampen nicht wirklich gesehen. Es sei denn, es wäre dunkel geworden. Aber das war ja nicht der Fall bis jetzt. Insofern, oh mein Gott, war das dunkel an dem Tag. Naja,
Und dann kam natürlich, wie es kommen musste, früher oder später hat uns der Regen dann erwischt. Ey, mein jetzt noch nicht, aber das kommt noch. Was wir jetzt aber schon haben, sind so einzelne Tröpfelchen, ne? Keiner von uns nimmt das ernst. Die Meinung ist noch so ein bisschen, ey, ja, komm, wir fahren mal weiter und gucken, was passiert. Im schlimmsten Fall, ich meine, was soll im schlimmsten Fall passieren? Dann halten wir halt an und, ja, und ziehen uns um. Genau. Pläne sind immer schön. Die Realität ist dann anders. In der Realität hast du dann halt in diesem Augenblick gerade einen Punkt erreicht, wo du so gar nicht anhalten kannst, ne? Und dann fährst du 5 Minuten weiter und dann brauchst du einfach auch nicht mehr anhalten. Hier sieht man es jetzt so ein bisschen schon, ne? Die 360-Grad-Kamera hat hier und da schon den ein oder anderen Tropfen gefangen. Und auch mein Helm, man sieht es, hat den ein oder anderen Tropfen gefangen, aber es ist nicht doll. Es ist nicht mal doll genug, dass ich denke, oh, du musst jetzt anhalten, um dein iPhone zu schützen. Also das, mein Navigations-iPhone ist ja ein altes iPhone. Ich bin nicht sicher, ob die wasserdicht sind oder nicht. Ein iPhone 6. Macht den Job übrigens gut, ne? Dafür, was es ist. Aber jetzt sieht man es ja auch. Es ist schon Regen hier. Und spätestens an diesem Punkt hätten wir eigentlich sagen müssen, ey, komm, lass uns mal umziehen. Ja, haben wir nicht. Und das führt uns zu diesem Punkt. Wir sind jetzt schon bestimmt 5 Minuten so unterwegs, ne? Und es regnet eigentlich wirklich doll. Ich glaube, ich bin an diesem Punkt, denke ich, schon komplett klitschnass. Dennoch haben wir jetzt endlich eine Einfahrt gefunden, weil du konntest hier nicht halten. Da war rechts und rechts war halt Abgrund, links war der Berg. Hier gab es jetzt mal einen kleinen Parkplatz. Und die Situation nutzen wir jetzt einfach mal, um uns umzuziehen, nicht wahr? Ey, mein, schaut euch das an. Und damit nicht genug. Es ist komplett zu spät. Und in der Zeit, in der wir uns umziehen, eskaliert es halt auch einfach. Ihr werdet das gleich sehen. Ey, mein, schaut euch an, wie sich die Pfütze hier vorne bildet, innerhalb von ein paar Minuten. Ey, mein, okay, ja, es ist jetzt natürlich beschleunigt durch mich, aber ihr wisst, dass das nicht lange ist, die Zeit, die da jetzt vergeht. Und da kommt ordentlich was runter. Und Fakt ist, es bleibt dann halt auch einfach so. Ab diesem Augenblick blieb es eine ganze Weile so. Ja, und wir wussten auch noch nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen. Irgendwo unterstellen war nicht, denn es gab diesen Parkplatz und die Straße und rechts und links nichts davon, wo man sich sonst hätte irgendwie ja wegstellen können oder nicht. Und dementsprechend sind wir weitergefahren. Wir haben natürlich die Regensachen an. Ich habe festgestellt, dass meine Jacke ziemlich gut ist. Ich glaube, ich habe auf eine Hose verzichtet an dem Punkt, weil ich glaube, oder habe ich? Weiß ich gar nicht mehr. Ich bin eigentlich der Meinung, meine Jeans war schon komplett durch. Oh mein Gott, waren wir nass. Das Schönste an der ganzen Geschichte war aber am Ende Regenwasser in meinen Schuhen. Denn die Schuhe an sich sollen wasserdicht sein. Ich glaube denen das auch. Ich denke auch nicht, dass das... Es ist auch nicht so schnell passiert, aber in irgendeiner Form ist Regenwasser von oben reingekommen, weil meine Regenhose, glaube ich, nicht komplett lang genug ist. Und es war so, wenn ich Gas gegeben habe, na, dann hast du richtig im Schuh gemerkt, wie das Wasser nach hinten gesuppt ist. Und wenn ich dann gebremst habe, ist es wieder schön vorne an die Zehen zurückgeflossen. Aber das war nicht schön. Es war sehr unvorteilhaft. Ich habe das nicht gebraucht, aber es ist, wie es ist. Und jetzt sind wir halt im Regen unterwegs. Und ja, man kann natürlich Motorrad im Regen fahren. Es ist halt nur nicht, es ist ja nicht so richtig schön. Vorteil ist natürlich, dass es trotzdem etwas um die 25 Grad und mehr sind. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh, ich friere oder sowas. Ah, und meine Handschuhe. Meine Handschuhe sind nicht wettergeeignet. Das weiß ich aber schon. Die hatte ich schon zu der einen oder anderen Reise dabei. Meine Handschuhe sind halt komplett
komplett durchnässt. Und auch dafür mussten wir eine Lösung finden. Und diese Lösung bahnte sich an mit einer Idee von Maurice. Und zwar ein Waschsalon. Denn in einem Waschsalon, da kann man nicht nur Dinge waschen, sondern auch trocknen. Also sind wir in den Waschsalon gefahren und haben dort eine bestimmt anderthalb Stunden Pause gemacht. Ich meine, okay, in der Zeit zog der Regen weiter. Insofern war das nicht so verkehrt. Und gleichzeitig haben wir uns auf die Unterhose ausgezogen und unsere Sachen getrocknet. Alle. Ich meine, gut, wir haben natürlich im Gepäck neue Wäsche. Ich habe mir dementsprechend gleich neu angezogen. Das ist jetzt nicht das Ding. Aber trotzdem, das ist halt nicht, was man sonst im Waschsalon eigentlich macht. Ne? Erstmal das, was man so anhat, in die Waschmaschine werfen und trocknen. Ja, ja, war eine nette Geschichte. Mehr brauche ich da auch nicht. Naja, und nun ist ja nach dem Regen quasi vor dem Regen. Nichtsdestotrotz, die Sonne schien jetzt, seht ihr ja, war eigentlich ganz geil. Wir sind trotzdem erstmal noch in unserer Regenmontur geblieben. Ich habe übrigens jetzt hier auf dem Bild gesehen, oder im Video sehe ich gerade, ich habe die Regenhose an, nur weil ich vorhin nicht sicher war. Ne? iPhone ist auch noch schön verpackt in einer, das ist einfach nur eine, so eine Tüte, so eine Brötchentüte oder so, wo man halt, eine Frischhaltetüte, genau, wo man halt Dinge halt reinmacht. Ist in Ordnung, kann man machen. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob dieses iPhone wasserdicht ist oder nicht. iPhone 6, schreibt es mir ruhig in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Jetzt ist auch nicht mehr so viel an Weg übrig gewesen. Wir haben uns auch dazu entschlossen, jetzt eine direkte Strecke zu nehmen, weil wir wussten nicht, wie wird das Wetter noch im Laufe des Tages. Also direkter Weg zu unserem Hotel. Und es war eigentlich ganz schön. Ja, doch. Mal wieder. Gerade weil es auch wieder geil gerochen hat, also nach dem Regen. Finde ich zumindest, riecht es ja fast überall ziemlich cool. Und ja, dann sind wir also auf dem Weg zum Hotel jetzt. Und in meiner Erinnerung ist jetzt auch nichts Großartiges mehr schief gegangen. Ey, ich meine, wir haben jetzt verstanden, dass es heute regnet. Deswegen, wir blieben in dem, in den Kleidungsstücken. Kurz vorm Ende des zum Hotel fing es dann wieder an zu tröpfeln. Also waren dann schon echte, naja, begeistert will ich gar nicht sagen. Ihr wisst, was ich meine. Und es ging dann halt eher in Richtung Berg hoch. Also das Hotel war oben auf dem Berg und da mussten wir halt wieder Serpentinen fahren. Und die Frage war natürlich, wie gut ist das, wenn alles nass ist? Hat sich gezeigt, dass das nicht problematisch ist. Am Ende sind wir dann doch noch an dem Hotel einfach vorbeigefahren. Einfach weil, keine Ahnung, unclever, ich konnte das Display nicht lesen, was auch immer. Ist nicht so schlimm, wir haben das Hotel dann doch noch gefunden. Und ja, das ist dann der Punkt, an dem der Tag für heute endet. Roomtour gibt es gleich noch. Lass mich den Augenblick nutzen, um euch darauf hinzuweisen, dass ich einen Instagram-Kanal habe. Informationen werden gerade eingeblendet. Subscribed gerne, abonniert die Glocke und so weiter. Okay, Roomtour. Ihr seht, ich habe nur ein Einzelbett. Kleiner Raum, relativ alt eingerichtet, aber es ist ein Berghotel, was erwartet man? Leider habe ich an diesem Tag nicht daran gedacht, das Bad mitzufilmen. Es war okay. Dafür war der Ausblick ziemlich geil. Also ja, schön so in die Berge rein, ne? Und eine Sauna haben wir nicht geschafft, zeitlich die zu benutzen. Ich weiß auch nicht, aber ja. Ich habe nichts gegen Sauna, kann man gerne machen. Okay, dann, wenn euch das gefallen hat, dann... Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Lasst mir ein Like da. Bis dann. Und genießt die Glocken, die jede Stunde kommen. Jo, bis dann.